Willkommen zurück bei MyFunko Live. Ich bin hier beim Stand von Parallels. Funko Live IFA 2017. Und da frage ich doch gleich mal nach, was macht ihr denn? Hallo, genau, wir bei Parallels, wir bieten verschiedene Softwareprodukte an. Wir sind bei der IFA dieses Mal, um Parallels Desktop 13 vorzustellen. Mit Parallels Desktop kann man Windows und auch andere Betriebssysteme auf dem Mac laufen lassen. Wir haben da noch zusätzlich ein ganz relativ neues Produkt, das gibt es für den Mac seit einem Jahr. Und für Windows seit 2 Monaten ist die Parallels Toolbox. Das sind kleine Helfer, mit denen man leichte Aufgaben auf dem Mac ganz einfach erledigen lassen kann. Zum Beispiel Screenshots erstellen, GIFs kreieren, das Laufwerk bereinigen, Videos runterladen und viele weitere Funktionen. Genau. Man sieht es auch öfter mal auf Webseiten, dass ihr dahinter der Software steckt, die die Webseiten bereitstellt. Was kann man sich darunter vorstellen oder welches Produkt ist das? Ja, das gehörte früher zu Parallels, ist jetzt aber verkauft worden. Das ist jetzt die Firma Plesk, heißen die. Das gehört aber jetzt gar nicht mehr zu Parallels. Ach so, okay. Also grundsätzlich ist das hauptsächlich eine Virtualisierungssoftware, um verschiedene Betriebssysteme auf anderen Boxen virtuell am Laufen zu halten. Genau, das ist richtig. Man kann auch ganz alte Betriebssysteme wie Windows 95 oder auch verschiedene Linux-Distributionen, das kann man alles auf dem Mac laufen lassen. Wir haben dann zusätzlich noch auch Business-Produkte, genau speziell für Unternehmen wie Parallels Mac Management oder den Remote Application Server. Was unterscheidet Parallels von ähnlichen Software-Kategorien bzw. Produkten wie VMware oder VirtualBox? Ja, also man muss dazu sagen, dass Parallels Desktop mit dieser Lösung als erstes auf dem Markt war. Uns gibt es seit 2006. Das sind jetzt 11 Jahre Parallels Desktop. Der Unterschied zu Bootcamp, Apples eigener Software, ist, dass mit Parallels Desktop muss man den Computer nicht herunterfahren und wieder neu starten. Die Windows-Programme sind komplett integriert und man kann beides parallel nutzen. Zu anderen Programmen ist es der große Unterschied, dass wir sehr viele Komfortfunktionen haben und auch die Performance ist nochmal auch mit der Version 13 so stark geworden, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, okay, nutze ich jetzt ein Windows-Programm auf dem Mac? Es könnte genauso gut auch ein natives Mac-Programm sein. Man hört bei euch immer öfter das Wort Mac. Weshalb wurde sich dafür entschieden, das für Mac zu veröffentlichen hauptsächlich und nicht für andere Plattformen wie beispielsweise Windows und Linux? Ja, das ist ganz einfach zu erklären, weil der Mac ist die einzige Plattform, auf der man wirklich alle Betriebssysteme laufen lassen kann. Das ist der Grund, weil Apple möchte nicht, dass man das eigene Betriebssystem auf einer anderen Hardware laufen lässt als Apple. Deswegen ist der Mac eben die perfekte Plattform dafür. Des Weiteren möchte ich ein bisschen mehr auf die Funktion eingehen. Sie haben gesprochen von Komfortfunktionen. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich kann erstmal, Komfortfunktionen sind zum Beispiel, ich kann die Mac-Gesten komplett auf der Windows-Seite anpassen. Ich kann entweder nur Mac-Gesten, nur Windows-Gesten, zum Beispiel die einfache Tastenkombination Control C zum Kopieren, ist bei dem Apple eben der Apfel und C, das funktioniert dann beides. Das sind so Komfortfunktionen. Ich kann von der Mac-Seite mir zum Beispiel Bilder per Drag and Drop in ein Windows-Dokument ziehen. Das ist komplett integriert. Ich kann auf beiden Seiten das Gleiche speichern. Ich muss dann nicht groß rumsuchen, wo habe ich was gespeichert. Es gibt verschiedene Darstellungsmodi bei uns, zum Beispiel der Kohärenzmodus. Und dann verschwindet Windows im Hintergrund. Und die Komfortfunktion ist einfach, dass ich Windows dann gar nicht sehe, aber die Programme nutzen kann. Es gibt des Weiteren auch noch so kleinere Komfortfunktionen wie den Reisemodus. Wenn ich unterwegs bin, dann kann ich
kann ich eben meine Batterie sparen, wenn ich den Reisemodus anstelle. Ich habe so eine Wartungsfunktion für Windows-Updates. Das heißt, ich kann die, das ist ja immer manchmal ein bisschen nervig, man macht irgendwas, zack, ein Windows-Update kommt. Ich kann die damit eben auf einen bestimmten Zeitpunkt verschieben. Das sind so ein paar Beispiele von Komfortfunktionen. Wir haben gehört, dass ihr die Version auch für Windows dann zur Verfügung stellt. Welche Vorteile bietet ihr dann von der Windows-Seite her? Weil da macht es nicht wirklich so viel Sinn, dann eine Spezialisierung auf die Mac-Tastatur zu nutzen, denn kaum einer nutzt eine Mac-Tastatur an einem Windows-PC. Ja, also wir bieten das Parallels Desktop ist wirklich nur für den Mac. Wir haben noch andere Funktionen, wie zum Beispiel, wir haben noch andere Software-Tools, wie die Parallels Toolbox. Und die wird eben, genau, die gibt es eben für den PC, nur für Windows. Aber das Parallels Desktop, das gibt es wirklich nur für den Mac. Ist es denn in Zukunft geplant, auch die Software für Windows und Linux zur Verfügung zu stellen? Nein, das ist nicht geplant. Nee. Wie gesagt, wir finden eben, dass der Mac die Plattform ist, um so Betriebssysteme laufen zu lassen, und dass das für Linux und Windows macht für uns das nicht so viel Sinn. Ja. Wie genau sieht das aus, wenn man die Software haben möchte? Kann man die dann in dem App Store kaufen oder bietet ihr da eigene Kaufoptionen an oder geht man da in den Laden oder wie kommt man an die Software ran? Ja, es gibt verschiedene Optionen, wie man Parallels Desktop kaufen kann. Einmal auf parallels.com kann man sich ganz einfach runterladen, kann man 14 Tage kostenlos testen. Und das ist jetzt auch ganz neu, dass man Windows ganz leicht dann auch integrieren kann. In der Testversion schon alles kostenlos. Das ist eine Möglichkeit. Wir bieten aber auch bei jedem anderen Retail-Store, kann man auch Parallels Desktop in einer Box kaufen. Wie sieht das vom Preislichen aus? Wir haben drei verschiedene Anwendungen. Einmal die Standard Edition, die liegt bei 79,99 einmalig. Es gibt eine Pro-Version, die ist im Abo erhältlich. Das sind 99,99 pro Jahr. Und die Business-Version sind auch 99,99 pro Jahr. Da sind noch dann Funktionen wie 24 Stunden, 7 Tage die Woche Support. Man hat mehr Zugriff auf RAM und CPU. Genau, es sind so ein paar Entwicklerfunktionen, die eben ganz toll sind, wenn man Webseiten entwickelt. Da kann man in verschiedenen Webseiten das einfach komplett testen, Betriebssysteme. Genau, das wäre dann die Pro-Edition. Weil es gerade von CPU und RAM die Sprache war, also welche Begrenzungen gibt es in der Standardvariante? In der Standardvariante ist es bei 8 GB und genau, und in der Pro-Edition gibt es seit diesem Jahr, auch aufgrund des iMacs, der jetzt Ende des Jahres irgendwann wahrscheinlich rauskommen wird. Und ich glaube, der hat bis 128 GB und die virtuelle Maschine dann auch. Das ist die Pro-Edition. Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Aber ist das Ganze pro Maschine oder pro Lizenz? Denn wenn man jetzt zum Beispiel Windows, Linux und macOS auf einem Rechner laufen haben möchte, dann braucht man ja zwei Fenster öffnen. Stehen an jedem Fenster nur noch 4 GB zur Verfügung oder volle 8, wenn man genug Arbeitsspeicher hat? Wenn man genug Arbeitsspeicher hat, dann kann man das individuell anpassen. Ich kann der einen Maschine eben so und so viel Gigabyte zuweisen, und soweit ich die schließe, besteht praktisch die ganze Anzahl ist praktisch wieder frei. Also deswegen, ich kann das pro Maschine individuell anpassen. Und das System ist auch so gemacht, dass es eben sehr sich auch anpasst, wie viel eben genutzt wird. Das ist da ganz intuitiv automatisch einstellbar. In welchem Bereich möchtet ihr mehr punkten? Wollt ihr mehr Richtung Business-Bereich gehen oder auch bei den Privatkunden quasi Standardsoftware sein oder werden?
Also wir sprechen auf jeden Fall beide Bereiche an. Wir haben sehr viele Privatanwender und auch Unternehmenskunden. Wir haben gerade auch, weil wir arbeiten viel mit IT-Admins zusammen und schauen, was brauchen die für die Unternehmenslösungen. Und da haben wir jetzt auch ganz tolle neue Feature eingeführt in der neuen Version, in der neuen Business-Version, wie zum Beispiel den Single Application Modus. Das heißt, ich kann den Mitarbeitern, wenn die nur ein oder zwei Windows-Anwendungen brauchen, die sehen nicht, die müssen nicht lernen, wie funktioniert Parallels Desktop oder Windows. Der IT-Admin kann einfach nur ein einziges Programm freischalten, sagen wir mal den Internet Explorer, und der Mitarbeiter klickt einfach auf den Internet Explorer, es öffnet sich und er merkt überhaupt nicht, dass er eigentlich gerade eine Windows-Anwendung öffnet. Das ist sowas, was wir jetzt für die Business-Kunden eingeführt haben, weil das eben ein sehr wichtiger Markt für uns ist. Und das funktioniert in der Standardvariante für Privatkunden noch nicht oder kommt es gar nicht? Also jetzt dieser Single-Application-Modus, der ist jetzt nur für die Business-Version und ich denke auch, das wird dabei bleiben, ja. Okay, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, die kurze Erklärung, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der IFA. Ja, vielen Dank auch an Sie, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Und vielen Dank euch auch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao. Für weitere Videos von MyFunko Live kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Mehr zur IFA findest du auf diesem Kanal.